Killer Frost sonnte sich in ihrem Sieg, aber ihre Vermessenheit war nicht dienlich. Agenten der Star Labs nutzten die Gelegenheit und nahmen sie gefangen. Die Wissenschaftler wollten ihre Fähigkeiten nutzen, um das Schmelzen der Polkappen zu verhindern. Aber Star Labs unterschätzte ihre Fähigkeiten. Sie wandte sich gegen ihre Entführer und gefror deren Station und letztendlich die gesamte westliche Hemisphäre. Die Überlebenden kämpfen nun erbittert gegen die selbsternannte Eiskönigin.